Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen True Crime Video von mir. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die schlimmsten Mordfälle sind doch diese, bei denen eine nach der anderen Person im Umfeld des Opfers versagt hat. Bei denen die Opfer, vor allem Kinder, stumme Hilfeschreie von sich geben, die niemand hört. Mordfälle, die vielleicht allein durch ein offenes Ohr und ein Funken Empathie und Ernsthaftigkeit verhindert werden hätten können. Dementsprechend macht mich der Fall, den ich euch heute gerne vorstellen möchte, wirklich extrem wütend und traurig zugleich. Und ich denke, nach diesem Video werdet ihr auch verstehen, warum. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video starten, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass das Video wahrscheinlich ziemlich lang sein wird. Das könnt ihr auch sehen. Und dass dieser Fall wirklich mega kompliziert ist. Ich hoffe, ihr könnt dem, was ich euch jetzt gleich erzähle, gut folgen. Und außerdem möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Das kennt ihr ja bereits von meinen True Crime Videos. Der Fall ist wirklich hart. Es geht um Mord an einem Kind. Es geht um sexuellen Missbrauch. Um sexuellen Missbrauch an Kindern. Und damit wollte ich euch nur mal gewarnt haben. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und zwar geht es heute um den Fall von Peggy Knobloch. Peggy Knobloch wurde geboren am 6. April 1992 in Bayreuth. Sie war das erste Kind von Susanne Knobloch und Mario Schwenk. Allerdings hielt die Beziehung der jungen Eltern nicht besonders lange. Susanne verließ Mario und zog für kurze Zeit mit Peggy nach Bremen, um dort mit einem neuen Mann zu leben. Doch auch diese Beziehung hielt wieder nicht besonders lange und so kehrte Susanne schon nach kurzer Zeit mit ihrer Tochter zurück zu Mario. Als Peggy knapp 3 Jahre alt war, trennten sich die Wege ihrer Eltern dann endgültig. Susanne zog dann mit ihrer Tochter in ihre Heimat zurück, nach Halle, wo sie dann auch den neuen Mann an ihrer Seite, Erhan Ü, kennenlernte. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits auch schwanger mit Peggys kleiner Schwester Jasmin, welche dann auch in Halle geboren wurde. Als Peggy 6 Jahre alt war, zog die gesamte Familie dann nach Lichtenberg in das hellblau angestrichene Haus am Marktplatz Nummer 8. In der Kleinstadt fühlte sich die 6-Jährige superschnell pudelwohl. Sie war gut in der Schule, fand neue Freunde und hatte einfach Spaß am Leben. Sie war sehr oft draußen unterwegs und war in dem ganzen Ort für ihre offene und freundliche Art bekannt. Fast jeder in Lichtenberg kannte sie und liebte sie. Ihre Mutter Susanne arbeitete damals in einem Altenheim im Schichtdienst und war dementsprechend oft nicht zu Hause, wenn Peggy von der Schule kam. Oft besuchte die Drittklässlerin dann das befreundete Ehepaar, das nebenan wohnte, oder ging in ein Lokal, um dort etwas zu essen und auch ihre Hausaufgaben zu machen. Doch das neu gewonnene Familienglück sollte nicht von allzu langer Dauer sein. Der Tag des Verschwindens. Am Montagmorgen des 7. Mai 2001 weckt Susanne ihre Tochter Peggy wie üblich. Sie macht ihr einen Kakao und flechtet ihr die Haare, obwohl sie ganz genau weiß, dass Peggy diesen Zopf sowieso wieder öffnen wird, sobald sie um die Ecke zur Schule geht. Doch an diesem Morgen sträubte sich Peggy, zur Schule zu gehen. Sie wollte es nicht. Nachdem ihre Mutter sie dann aber letztendlich doch überreden konnte, in die Schule zu gehen, machte sich Peggy um kurz nach 7:30 auf den Weg. Da es an diesem Morgen unüblich kühl war und außerdem auch draußen nieselte, zog Peggy noch ihre schwarze Regenjacke an, bevor sie ihrer Mutter dann den Abschiedskuss gab. Unterwegs hält Peggy noch an einem kleinen Laden an und holt sich ein paar Süßigkeiten und was zu trinken und schafft es dann gerade noch so, zur ersten Mathestunde pünktlich zu kommen. Um 12.50 Uhr an diesem Tag endet der Unterricht für Peggy. Zusammen mit ihrer besten Freundin Daniela hält sie auf dem Heimweg noch an einem Kaugummiautomaten, an dem sie auch von 2 Mitschülern gesehen werden. Knapp 10 Minuten später laufen sie noch an dem Haus von einer Mitschülerin vorbei, wo sie auch am Gartentor von deren Schwester gesehen werden. Die Mutter einer weiteren Mitschülerin der beiden fährt auch noch mit dem Auto an den beiden Mädchen vorbei und winkt ihnen zu. Peggy winkt sogar noch zurück. Richtung Stadtmitte wird Peggy dann das letzte Mal von einer Zeugin gesehen. Kurz danach, um 13.24 Uhr,
trennen sich die Wege von Peggy und ihrer besten Freundin Daniela am Henri-Mateau-Platz. Es sind nur noch knapp 50 Meter bis zu Peggys Haus. Doch genau auf diesen 50 Metern verschwindet das 9-jährige Mädchen für immer. Ihre Mutter Susanne kommt um kurz nach 20 Uhr von ihrer Schicht im Altenheim nach Hause und muss feststellen, dass Peggy nicht da ist. Keine Schuhe, kein Schulranzen, kein Schlüssel, der normalerweise immer von innen in der Tür steckte, wenn Peggy nach Hause gekommen ist. Die Wohnung sah genau so aus, wie Susanne sie vor ihrer Arbeit verlassen hatte. Und es war klar, Peggy war nie zu Hause. Zunächst etwas beunruhigt erkundigt sich Susanne bei den befreundeten Nachbarn, bei denen Peggy ja oft nach der Schule war. Doch sie hatten sie an diesem Tag nicht gesehen. Dann ruft sie noch sämtliche Bekannte, Lehrer, Freunde und Eltern von ihren Mitschülerinnen an. Doch niemand hat Peggy gesehen. Um 21.56 Uhr kommt dann der Anruf bei der Polizei. Susanne meldet ihre Tochter als vermisst. Kurz darauf kommt dann auch schon der Stiefvater Erhan Ü, ebenfalls von der Arbeit nach Hause, und erfährt, was passiert ist. Zuerst wurde natürlich ihre beste Freundin Daniela befragt, mit der sie den Heimweg zusammen antrat. Und diese bestätigte natürlich den eben genannten Ablauf des Heimwegs. Danach wird noch gegen 3 Uhr nachts auch das gesamte Gelände bei den Großeltern von Peggy abgesucht, für die Möglichkeit, dass sie sich vielleicht dort irgendwo versteckte oder aufhielt. Zur gleichen Zeit wird auch noch ihr leiblicher Vater Mario Schwenk befragt. Doch er hatte seine Tochter schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Peggys Stiefvater Erhan Ü erstellte noch in dieser Nacht Suchplakate und wenig später fragte die Polizei Susanne dann auch schon nach einem Fahndungsfoto und nach der Erlaubnis, Peggys vollständigen Namen herausgeben zu dürfen. Die Suche. Die Suche nach Peggy startete direkt am 8. Mai 2001, als eine Hundertschaft das gesamte Gebiet um Lichtenberg nach ihr durchsuchte. Hubschrauber werden eingesetzt und jeder einzelne Meter im Wald wird nach Peggy abgesucht. Es werden zudem auch sämtliche Gewässer in der Gegend abgesucht, doch nirgendwo gibt es eine Spur von Peggy. Es scheint, als würde sie vom Erdboden verschluckt worden sein. Die damalige mediale Aufmerksamkeit sorgte natürlich für viele Zeugen und viele Hinweise. So behaupten einige Zeugen, Peggy noch nach 13.24 Uhr lebend in Lichtenberg gesehen zu haben. So meint zum Beispiel ein Zeuge gesehen zu haben, dass Peggy noch um ungefähr 14 Uhr in ein fremdes Auto gestiegen ist. Auch zwei Jungen wollen Peggy zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr in ein fremdes Auto steigen sehen haben. Als man den beiden Jungen nochmal ein Bild von Peggy zeigt, sind sie sich zu 100% sicher. Sie können sogar sagen, dass das Auto ein Mercedes war, weil sie sich an diesen berühmten Stern erinnern könnten und dass das Kennzeichen des Autos tschechisch war. Doch nach mehreren Verhören ziehen diese beiden Jungen ihre Aussagen auch wieder zurück. Weitere Zeugen und Mitschüler des jungen Mädchens haben sie wohl auch noch an diesem Nachmittag in der Nähe und im Freizeitzentrum selbst gesehen. Sie soll außerdem auch noch die Bäckerei in Lichtenberg besucht haben und bei den meisten Entdeckungen wurde sie immer mit einem etwas kleineren und wahrscheinlich jüngeren Mädchen noch gesehen. Ein Urlauberpaar meinte auch, Peggy in einer Gaststätte einige Kilometer von Lichtenberg entfernt gesehen zu haben. Doch diese Spur wird nicht weiter verfolgt. Ein paar Jungen und weitere Zeugen bestätigen außerdem gegen 19 Uhr an diesem Tag ein kleines Mädchen auf einem blau-silbernen Roller gesehen zu haben. Die Soko ermittelte daraufhin aber, dass es sich bei dem Mädchen wohl um die Tochter eines Finanzberaters handelte, welche wohl so einen ähnlichen Roller wie Peggy besitzt. Allerdings bestätigte der Vater daraufhin, dass seine Tochter das gar nicht gewesen sein kann, da sie an diesem Tag gar nicht in Lichtenberg war. Doch diese Aussage wird halt mehr oder weniger ignoriert und die Spur wird nicht weiter verfolgt. All diese Sichtungen führen also letztendlich zu keinem Erfolg der Ermittlungen. Das Einzige, was jetzt eindeutig zu sein scheint, ist, dass Peggy wohl nach 13.24 Uhr noch lebte. Insgesamt arbeitete die Soko namens Peggy 4.800 Spuren ab,
Doch das Mädchen blieb unauffindbar. Und bevor wir jetzt zu der Liste der Verdächtigen kommen, wollte ich noch mal kurz den Zeitraum vor ihrem Verschwinden beleuchten, da ich denke, dass dieser Zeitraum wirklich eine wichtige Rolle spielt. Peggy war bis zur dritten Klasse eine wirklich vorbildliche Schülerin, doch plötzlich vergaß sie ihre Hausaufgaben, kam oft zu spät zum Unterricht, wirkte unkonzentriert und oft auch abwesend. Nicht einmal in ihrem Lieblingsfach Mathematik konnte sie noch irgendwelche Bemühungen zeigen. Peggy wurde immer ruhiger, zog sich extrem zurück und nestete sich sogar wieder in der Schule ein. Ihre Mitschüler berichten von blauen Flecken an Peggys Körper. Es gab zudem mehrere Situationen, die darauf hindeuteten, dass irgendetwas in Peggys Umfeld nicht mehr stimmte. Peggy hat in ihrer Freizeit in einigen Sportvereinen, wie beispielsweise beim Fußball und Turnen, trainiert. Als ihre Mutter sie eines Tages von einem Training abholen wollte, saß Peggy weinend in einer Ecke und wollte unter gar keinen Umständen nach Hause. So bestätigten auch einige Trainer, dass das auffällige Verhalten von Peggy gar nicht zu dem sonst so lebensfrohen Mädchen passte. Einer ihrer Trainer erinnert sich später an ein paar sehr unpassende, schmuddelige Worte, die die Neunjährige zu ihm nach einem Training sagte. Worte, die eine Neunjährige eigentlich gar nicht in den Mund nehmen sollte, die sie gar nicht kennen sollte. Eine weitere Trainerin beobachtet sogar, wie Peggy mit nacktem Unterkörper auf dem Boden sitzt, an sich selbst herumfummelt und auf ihrer Unterhose umherbeißt. Der Wirt des Wirtshauses, in dem Peggy sich manchmal nach der Schule aufhielt, um dort zu essen und Hausaufgaben zu machen und zu warten, bis ihre Mutter Feierabend hatte, sagte später auch, dass sein Sohn wohl ab und zu mit Peggy in seine Wohnung ging, um dort, Zitat, Dinge zu machen. Natürlich verneinte der Sohn diese Aussagen von seinem Vater, aber wenn man das Ganze mal betrachtet, dann scheint es ziemlich eindeutig zu sein. Und zudem stellt sich natürlich auch die Frage, warum der Vater so etwas behaupten würde, wenn es nicht stimmen würde. Ein Besuch in Schwarzenbach bei Peggys Großeltern wirft weitere Fragen auf. Peggy wurde nach einem angeblichen Badewannenunfall mit einer Platzwunde am Kinn ins Krankenhaus gebracht. Doch als ihre Mutter sie dazu befragte, meinte Peggy, dass sie vom Roller gestürzt sei. Das einst so lebensfrohe Mädchen, das mit ihrem Lächeln die Straßen von Lichtenberg erhellte, saß nun nur noch stundenlang stillschweigend vor dem Fernseher. Sie fängt an, ihre benutzten Unterhosen zu verstecken, sie im Müll zu entsorgen, sie versucht, sich im Badezimmer einzuschließen und will auch nicht mehr entblößt durch ihr eigenes Zuhause gehen. Peggy konnte nicht einmal mehr alleine einschlafen. Sie zeigte plötzlich ein gestörtes Essverhalten und wollte auch nicht mehr zu den Nachbarn gehen, bei denen sie ja sonst so gerne war. Peggy erhielt seltsame Anrufe. Sie wollte ihren Eltern nie verraten, wer am Hörer war. Und sobald die Eltern an den Hörer gingen, antwortete niemand mehr und es wurde aufgelegt. Peggys Stiefvater berichtet später, dass die Anrufe wohl kurz vor ihrem Verschwinden immer häufiger wurden. Anfang April 2001 geht Peggys Mutter dann mit ihr zum Arzt. Dieser Arzt möchte Peggy Ritalin verschreiben und schiebt ihr seltsames Verhalten darauf, dass sie angeblich ADHS hätte und hyperaktiv sei. Letztendlich bekommt Peggy dann ein anderes Medikament verschrieben, welches auch bei Schlafstörungen helfen soll. Am 26. April folgt dann ein weiterer Arztbesuch, bei dem die Fäden von der Wunde an Peggys Kinn gezogen werden sollen. Ihr Verhalten hatte sich bis dahin kein Stück verbessert und auch ihre Schlafstörungen wurden nicht besser. Der Arzt verschrieb ihr dann ein neues Medikament, und zwar das Medikament Melperon, falls man das so ausspricht. Dieses Medikament wird unter anderem bei psychomotorischen Erregungszuständen
Unruhe, Schlafstörungen, Psychosen und Ähnlichem angewendet. Es findet die meiste Anwendung natürlich in der Psychiatrie und auch in der Geriatrie. Und an dieser Stelle können wir uns alle einmal fragen, warum ein Arzt so ein Medikament an ein 9-jähriges Mädchen verschreibt. Ein Medikament, das ganz offenbar für Kinder unter 12 Jahre verboten ist. Kommen wir nun zu der Liste der Verdächtigen. Wie so oft bei vermissten Fällen von Kindern wird natürlich zuerst das nähere Umfeld beleuchtet. So zum Beispiel Jens B., der Nachbar der Familie. Am 11. Mai 2001 macht der Nachbar Jens B. eine Aussage bei der Polizei, mit der er sich selbst belastet, sowie auch mit seinem seltsamen Verhalten. Wie gesagt, verbrachte Peggy ja sehr, sehr viele Nachmittage bei den Nachbarn, wenn ihre Mutter und ihr Stiefvater noch lange arbeiten mussten. Nach eigener Aussage hatte Jens B. wohl kaum was mit Peggy zu tun, da sich meistens seine Frau Anke um das Mädchen kümmerte, wenn sie zu Besuch war. Dennoch war er immer dabei, wenn Peggy in seinem Haus war. Am Tag von Peggys Verschwinden waren die Nachbarn vorerst gar nicht in Lichtenberg, da Jens B. wegen erneuten zu Schnellfahrens eine MPU machen musste. Gegen 13.30 Uhr traf das Ehepaar allerdings wieder bei sich zu Hause ein. Und gegen 20 Uhr klingelte dann auch schon die Nachbarin Susanne Knobloch, um von Peggy zu berichten bzw. nach ihr zu fragen. Gegen 23 Uhr ging Jens B. dann nach eigener Aussage zu Bett. Auffällig war, wie gesagt, sein seltsames Verhalten während der Ermittlungen, denn schon kurz nach ihrem Verschwinden präsentierte Jens B. der Polizei direkt 4 Verdächtige. Und das, obwohl er ja scheinbar kaum was mit Peggy zu tun hatte. Sein extremes Engagement in den Ermittlungen lässt natürlich die Ermittler zweifeln. Warum macht er das? Will er die Schuld vielleicht versuchen, so schnell wie möglich auf andere zu schieben? Auch sein Alibi weist nach einiger Zeit große Lücken auf. Jens B. berichtete damals, dass er während der Tatzeit wohl an seinem Computer saß, während seine Frau im Nebenzimmer schlief. Bei einer späteren Untersuchung seines PCs stellte sich dann allerdings heraus, dass er zwischen 13.18 Uhr und 14.06 Uhr keine einzige Taste gedrückt hatte. Das Gleiche gilt dann nochmal für einen 3-stündigen Zeitraum nach 15 Uhr. Als Jens B. dann damit konfrontiert wird, erzählt er verschiedene Varianten und widerspricht sich selbst. Doch was könnte sein mögliches Motiv gewesen sein? Während einer Befragung erzählt Jens B. von dem Nachbarsmädchen, das so aufgeweckt war, hibbelig war und ab und zu auch ganz schön nerven konnte. Am Tag von Peggys Verschwinden stand die gesamte Existenz von Jens B. auf dem Spiel. Er fürchtete, die MPU nicht zu bestehen, was seinen Job als Kurierfahrer natürlich extrem gefährdete. Aber ob man deswegen eine 9-Jährige tötet, ist natürlich fragwürdig. Es stellte sich dann auch noch heraus, dass Jens B. wohl oft auch ungemessene Aussagen über Peggy traf. So zum Beispiel, Peggy war schon eine Hübsche mit den großen Cola-Augen. Wenn ihr dann noch die richtigen Proportionen wachsen, ... Seine Ehefrau Anke B. reagierte gar nicht überrascht darauf, als die Polizisten sie mit dieser Aussage konfrontierten. Jens B. war nach den stundenlangen Vernehmungen irgendwann selbst so verwirrt, dass er selber gar nicht mehr wusste, ob er das Mädchen ermordet hat oder nicht. Doch die Ermittlungen gegen ihn wurden relativ schnell auch wieder fallen gelassen. Der Fall Peggy beschäftigte ihn allerdings noch jahrelang und sorgte sogar dafür, dass seine Ehe zerbrach. Es gab für ihn nur noch das Thema Peggy und er hat oft nächtelang vor seinem Computer gehockt und war in Foren unterwegs, um mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, wer denn ihr Mörder gewesen sein könnte. Entweder weil ihm der Fall wirklich nahe ging oder weil er vielleicht doch involvierter war, als er zugeben wollte. Der nächste Verdächtige steht auch in besonderer Verbindung mit Jens B.
denn es handelt sich um seinen Adoptivbruder Holger E. Holger E. stammt aus Halle, ist damals 17 Jahre alt und sein eigener Adoptivbruder Jens B. bringt die Ermittler schließlich zu ihm. Am 11. Mai 2001 wird zudem ein handgeschriebener Zettel in Peggys Schulheft gefunden, auf dem Name und Adresse von Holger E. zu finden sind. Die Polizei ging dem Ganzen natürlich nach und besuchte Holger auf dem Grundstück seiner Großeltern in Halle. Den Ermittlern fällt dabei sofort ein Amulett mit Peggys Bild drinnen auf, was Holger E. um seinen Hals trug. Als die Polizei daraufhin dann auch noch das Zimmer des 17-Jährigen durchsucht, finden sie Dutzende Bilder und Erinnerungen von Peggy und an Peggy. Nach eigener Aussage lernte Holger das junge Mädchen kennen, als er seine Familie in Lichtenberg besuchte. Er war wohl der Grund, warum Peggy so gerne zu den Nachbarn ging. Und sie wollte wohl am liebsten in Halle bei ihm wohnen, so seine Aussage. Peggy erzählte ihm wohl auch, dass ihr Stiefvater sie regelmäßig schlagen würde. Er bot ihr daraufhin an, immer zu ihm zu kommen, weshalb er auch den Zettel mit seinem Namen und seiner Adresse in ihr Heft steckte. Das letzte Mal, sagte er, war er wohl im Sommer 2000 in Lichtenberg und war da wohl auch ein paar Mal mit Peggy allein. Doch seine eigene Oma berichtigte diese Aussage und meinte, dass Holger wohl das letzte Mal im Januar 2001 in Lichtenberg war. Als er ein Alibi vorweisen soll, erklärt Holger, dass er am Tag von Peggys Verschwinden am Vormittag in der Berufsschule war und am Nachmittag wohl in einem Clubhaus mit Freunden. Doch als die Ermittler dieses Alibi überprüfen, stellt sich schnell heraus, dass Holger gelogen hatte. Er war an diesem Tag nicht in der Berufsschule und wurde im Klassenbuch sogar als fehlend eingetragen. Sie befragen anschließend seine Freunde, die ebenfalls bestätigen, dass Holger an diesem Nachmittag nicht in dem Clubhaus war. Dafür war er aber am Folgetag, also am 8. Mai 2001 in diesem Clubhaus und war wohl äußerst wütend, nachdem er von Peggys Verschwinden erfahren hatte und wollte sogar zu dem Stiefvater fahren, um diesen zusammenzuschlagen. Holger hatte seinen Freunden schon öfter von Peggy erzählt. Sie war seine süßeste und liebste und auch wenn er sein Verhältnis zu Peggy als eher geschwisterlich beschrieb, war es schon auffällig, dass er auch mit den zum Beispiel 4-jährigen Geschwistern seiner Ex-Freunde gerne spielte und zudem auch eine Affäre mit einer 11-jährigen hatte, welche diese Affäre aber im April 2001 beendete. Als eine selbstgebrannte CD in Holger E.'s Zimmer sichergestellt werden konnte, wurden außerdem kinderpornografische Inhalte gefunden, sowie Porträts von Peggy. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass er doch schon öfter in Lichtenberg war, als er zugeben wollte. So auch an Ostern 2001, wo er auch Peggy gesehen hatte. Da sich der Fall im Jahr 2002 nun aber in eine andere Richtung schiebt, wird Holger E. als Verdächtiger fallen gelassen. Später fand man dann noch heraus, dass Holger E. die kleine Tochter seines Adoptivbruders Jens B. sexuell missbrauchte, genauso wie seine eigene 2-jährige Tochter, die er Jahre nach dem Verschwinden von Peggy bekam. Und später gibt er auch noch zu, Peggy ebenfalls unsittlich berührt zu haben. Als nächstes rückt nun auch der Stiefvater Erhan Ü ins Bild der Verdächtigen. Es sind Gerüchte über eine Verschleppung und eine Entführung ins Ausland aufgetaucht, denn Erhan Ü stammt ja ursprünglich aus der Türkei. Ein Motiv dafür könnte gewesen sein, dass sein Stolz oder sein Ego verletzt war, nachdem er herausgefunden hatte, dass Peggys kleine Schwester Jasmin nicht seine leibliche Tochter war. Er hatte öfter schon den Verdacht, dass Susanne nicht treu war und fand sie wohl auch mal mit einem fremden Mann in der Wohnung,
hat dann heimlich einen Vaterschaftstest gemacht und erfahren, dass er nicht der Vater von Jasmin ist, und daraufhin gab es wohl auch einen riesigen Streit. Es kam generell in der Familie sehr oft zu Streitigkeiten, und auch das Verhältnis von Erhan Ü zu seiner Stieftochter Peggy war wohl nicht das Beste, so erzählen es Bekannte der Familie. Es soll auch hier und da mal eine Ohrfeige gegeben hat, was natürlich die Aussage von Holger E. unterstützen würde. Am 25. Mai 2001 wurde auch eine anonyme E-Mail an die Kripo geschickt. In dieser E-Mail wurde behauptet, dass Peggy wohl über Russland in die Türkei verschleppt wurde und ihr Stiefvater Erhan Ü davon wissen würde. Die IP-Adresse, wo die E-Mail herkam, konnte sogar einer kleinen Stadt in der Türkei zugeordnet werden, jedoch konnte der Absender der E-Mail nie ausgemacht werden. Ein weiterer Hinweis zu diesem Verdacht kam dann auch von einem vertraulichen Ermittler aus Prag, welcher schon öfter mit der Polizei zusammengearbeitet hatte. Er gab an, wohl Informationen über Peggys Aufenthaltsort zu haben. Sie sei wohl in einer Ortschaft namens El Mabagi. Dort gibt es wohl eine christliche Kirche mit einem Verschlag, in der die kleine Peggy wohl von der Familie von Erhan Ü festgehalten wird. Doch sämtliche Untersuchungen waren wieder erfolglos und der Verdacht auf Erhan Ü ließ erst einmal nach. Susanne hatte allerdings auch irgendwann so doll Angst vor Erhan Ü, dass sie sogar auch ab und zu die Polizei rief, nachdem er ihr auch eine etwas seltsame SMS geschrieben hatte. Und zwar: Ich werde handeln, wenn das zum Laufen kommt, gibt es kein Zurück mehr. Mit 50.000 D-Mark kann man viel auf dieser Scheißwelt machen. Und diese 50.000 D-Mark war genau die Höhe, die damals als Belohnung aufgesetzt wurde für Informationen über Peggys Aufenthaltsort. Was es letztendlich genau mit dieser Nachricht auf sich hatte, konnte allerdings nicht geklärt werden. Susanne behauptete auch, dass der Stiefvater Erhan Ü Peggy wohl ebenfalls sexuell missbraucht hatte und gab der Polizei auch zwei T-Shirts, auf denen wohl Urinspuren von ihm sein sollten, doch diese Urinspuren waren dann letztendlich nur von den Meerschweinchen, die Peggy besaß. Zu dieser Zeit war Susanne damals auch schon nach Heinersberg gezogen, weil sie es in Lichtenberg mit den ganzen schlimmen Erinnerungen nicht mehr ausgehalten hatte. Nachdem dann durch einen Kontaktmann der Polizei nochmals Gerüchte über Sklavenhandel in der Türkei aufkamen, in denen Peggy angeblich verkauft werden sollte, stellte sich nach zahlreichen Untersuchungen und sogar einem Besuch in der Türkei selbst heraus, dass dieser Kontaktmann das Ganze nur erfunden hatte und wieder alle Spuren ins Leere führten. So gab es auch nie irgendwie diese christliche Kirche und kein Verschlag und auch sonst keinerlei Verbindungen in die Türkei. Man muss aber trotzdem auch noch erwähnen, dass auch bei Peggys Stiefvater Erhan Ü wieder kinderpornografische Inhalte auf dem Computer gefunden wurden, und zudem war er offensichtlich auch gewalttätig der Neunjährigen gegenüber, was ihn natürlich alles andere als unschuldig macht. Lichtenberg galt langsam als Nest der Pädophilen, die dort ihre Neigungen ganz frei und ungehemmt ausleben konnten, was ja theoretisch nicht mal gelogen ist. Lichtenberg hat auch seit Peggys Verschwinden ca. 15% der Bevölkerung verloren, da natürlich die Eltern langsam auch alle Angst um ihre eigenen Kinder bekamen. Der nächste Verdächtige, den ich nun kurz ansprechen möchte, ist Robert E. Im Jahr 2007 wurde das Haus des in der Nähe wohnenden vorbestraften Sexualstraftäters Robert E. gründlich durchsucht. Dabei wurde auch ein Kinderunterhemd gefunden, auf welchem aber keine Spuren von Peggy zu finden war
und welches zudem auch viel zu klein für Peggy gewesen wäre. Außerdem konnte Robert E. dann später auch ein festes Alibi für die Tatzeit vorweisen. Bei einer erneuten Hausdurchsuchung fand man dann aber sogar noch Knochenreste auf dem Grundstück, was aber letztendlich wohl daran lag, dass das Haus auf einem ehemaligen Friedhof gebaut wurde. Auch wenn er höchstwahrscheinlich nichts mit dem Verschwinden von Peggy zu tun hatte, war es trotzdem eindeutig, dass er sich nach Peggys Verschwinden immer noch an Minderjährigen vergangen hatte. Unter anderem vergriff er sich an seiner 10-jährigen Patentochter und an seiner 11-jährigen Stiefenkelin und bekam dafür 3 Jahre Haft. Drei. Und nun sind wir auch schon bei dem wohl bekanntesten, aber auch nicht letzten Verdächtigen, Ulvi Kulatsch. Ulvi Kulatsch hatte als Kind eine Gehirnhautentzündung, durch welche er schwere geistige Einschränkungen erlitt. Sein Entwicklungsstand war damals ungefähr auf dem gleichen wie von einem 8- bis 10-jährigen Jungen. Und sein IQ lag gerade mal bei 68. Ulvi Kulatsch galt als Dorftrottel von Lichtenberg. Es war überall bekannt, dass er sich wohl gerne vor Kindern entblößte und auch vor diesen onanierte. Zudem soll er im Sommer 2000 einen 7-jährigen Jungen sexuell missbraucht haben, was er auch seiner Mutter erzählte, die ihm daraufhin mit ihm in Absprache angezeigt hatte. Dabei kam dann auch heraus, dass Ulvi Kulatsch schon mehrere Jungs mit Keksen zu Doktorspielen überredet hatte. Ulvi Kulatsch, der nach Hinweisen von Peggys Mutter vernommen wurde, konnte für den Tag von Peggys Verschwinden vorerst ein Alibi aufweisen. Er wurde damals direkt am Folgetag, also am 8. Mai 2001, befragt und gab dann an, dass er in der Zeit von ca. 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr in der Gaststätte bei seinen Eltern war. Er holte sich dort wohl etwas zu essen ab und stellte dann auch noch anschließend etwas zu essen vor die Haustür von Wilma K., welche das auch später bestätigen konnte. Dann ging er wohl auch noch zu einem Nachbarn, um diesem beim Holzhacken zu helfen, und kehrte danach dann wieder in die Gaststätte zu seinen Eltern zurück. Gegen 17:10 Uhr war Ulvi dann zu Hause. Er entschied nochmal zu einer etwas weiter entfernten Gaststätte zu trampen und auch wieder zurückzutrampen. In Lichtenberg zurückgekehrt, ging er dann wohl noch in ein Lokal, um dort etwas zu trinken, und war dann am Abend gegen 22:15 Uhr wieder zu Hause. Ulvi behauptete, Peggy zu kennen, da sie wohl auch oft mit zu ihm nach Hause kommen wollte, um mit seinem Computer zu spielen. Seine Mutter hatte das allerdings immer untersagt, weil sie nicht wollte, dass er mit so jüngeren Kindern in Kontakt kam. Denn wie auch alle anderen in Lichtenberg wusste sie ebenso von den Neigungen ihres Sohnes. Im Februar 2002 wurde dann auf Anordnung des damaligen bayerischen Innenministers eine neue 7-köpfige Ermittlungsgruppe eingesetzt, welche dann den Fall mit Ulvi als Hauptverdächtigen neu aufrollen sollte. Im März 2002 begannen die Untersuchungen unter anderem an der Kleidung von Ulvi, doch es wurden vorerst keine Spuren sichergestellt. Im Oktober 2002 nahm ihn die Polizei dann erneut mit, um ihn nochmals zu verhören. Diese Verhöre fanden wohl mehrmals am Tag und auch über mehrere Stunden lang statt. Bei einem dieser Verhöre gestand Ulvi Kulatsch, die junge Peggy am 3.5.2001, also 4 Tage vor ihrem Verschwinden, sexuell missbraucht zu haben. Als sie dann 4 Tage später, am 7. Mai 2001, auf dem Rückweg von der Schule war, wollte er sie abpassen, um sich für die Tat zu entschuldigen. Doch die kleine Peggy rannte verängstigt vor ihm weg und drohte, ihn zu verraten. Der 24-Jährige hatte sie allerdings schnell eingeholt. Peggy stolperte, fiel zu Boden und begann nach Hilfe zu schreien. Daraufhin hatte er ihr den Mund und die Nase so lange zugehalten,
bis das kleine Herz der 9-jährigen Peggy aufhörte zu schlagen. Die Ermittler hörten damals auch einige Telefonate zwischen Ulvi und seinem Vater ab. Bei diesen Telefonaten beschuldigte er sogar auch irgendwie seinen Vater, ihm wohl bei der Beseitigung der Leiche geholfen zu haben. Und später sagt Ulvi dann aber genau das Gleiche nochmal über eine weitere Person, nämlich Manuel S., zu der wir aber später nochmal kommen. Ulvi hatte nun also den Mord an Peggy gestanden. Doch nur kurze Zeit später rief er das Geständnis wieder zurück. Allerdings hatte er nur das Geständnis zum Mord zurückgerufen. Sein Geständnis zu dem sexuellen Missbrauch blieb weiter bestehen. Sein Anwalt und seine Eltern waren überzeugt, dass das Mordgeständnis allein durch die Erschöpfung der mehrere Stunden dauernden Verhöre kam, sowie durch Suggestivfragen und falsche Versprechen der Polizei. Das Mordgeständnis fand außerdem ohne rechtlichen Beistand von Ulvi statt und zudem gab es nicht mal eine Tonaufnahme von dem Geständnis, weshalb das Ganze auch nur auf das Gedächtnisprotokoll des Ermittlers zurückzuführen war. Das Verfahren. Im September 2001 wurde Ulvi Kulac zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, wegen der Missbräuche, die er gestanden hatte. Sein Prozess begann dann am 30. September 2003 vor dem Landgericht Hof unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dieser Prozess wurde nach einer kurzen Unterbrechung am 7. Oktober 2003 dann auch wieder aufgenommen. Am 30. April 2004 verurteilte das Gericht Ulvi Kulac schließlich zu einer lebenslangen Haftstrafe. Als Begründung, warum das Geständnis von Ulvi Kulac angenommen wurde, wurde gesagt, dass er wohl nicht in der Lage sei, so eine Geschichte zu konstruieren, so einen Tathergang zu konstruieren und deshalb davon ausgegangen werden kann, dass er etwas wirklich Erlebtes geschildert hat. Aufgrund seiner verminderten Intelligenz sei er auch laut des Psychiaters nicht in der Lage gewesen, einen so detaillierten Tathergang sich auszudenken, sich zu merken und auch zu wiederholen. So konnte er beispielsweise genau den Stein beschreiben, über den Peggy stolperte, bevor er sie gefasst hat. Das Gericht hielt also das Geständnis von Ulvi damit für zu Recht zustande gekommen und für glaubwürdig. Später stellte sich übrigens noch eine erhöhte Fantasiebegabung bei Ulvi Kulac heraus. Also ihm wurden praktisch verschiedene Bilder gezeigt und er konnte zu den Bildern sich jeweils Geschichten ausdenken und konnte sich diese Geschichten auch merken und diese auch wiederholen. Zu der Tatsache, dass sein Geständnis nun also als glaubwürdig galt, kam dann noch eine Aussage eines Mitinsassen aus dem Krankenhaus, wo Ulvi war, welche dieser aber dann Jahre später, nämlich 2012, auch wieder zurückzog. In Hinblick auf das Tötungsdelikt wurde Ulvi also schuldig gesprochen. Sein mehrfacher sexueller Missbrauch von Kindern allerdings wurde nicht unter Strafe gestellt, da ihm für diese Taten eine Schuldunfähigkeit zugesprochen wurde. Dabei handelt es sich übrigens um den Missbrauch in 22 Fällen an 15 Lichtenberger Kindern. Die Verteidigung von Ulvi Kulac ging dann auch schon kurze Zeit später mit der Begründung in Revision, dass ein so perfektes, durchdachtes Verbrechen nicht von ihrem Mandanten hätte durchgeführt werden können. Die Revision wurde allerdings auch am 25. Januar 2005 vom Bundesgerichtshof verworfen und das Urteil rechtskräftig gesprochen. Seine Eltern sowie Peggys leiblicher Vater und ihre Großeltern und auch einige Bewohner von Lichtenberg waren aber immer noch überzeugt, dass Ulvi unschuldig war und gründeten so eine Bürgerinitiative. Wiederaufnahme des Verfahrens und Freispruch. Da Ulvi Kulac zur Zeit des Prozesses keinen Betreuer zugewiesen wurde, wurde eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Daraufhin wurde dann Gudrun Rödel als neue Betreuerin gerichtlich festgelegt,
welche dann auch neue Nachforschungen zu dem Fall anstellte. Sie war fest von der Unschuld von Ulvi überzeugt und da sie auch selbst eine behinderte Tochter hatte, lag ihr dieser Fall besonders doll am Herzen. Im Juli 2012 widerrief dann, wie schon gesagt, der Mitinsasse von Ulvi, der auch mit der Polizei zusammengearbeitet hatte, seine Aussage eidesstaatlich. Dieser Zeuge erklärte dann auch, dass er praktisch nur mit den Behörden zusammengearbeitet hatte, weil ihm Hafterleichterungen versprochen wurden. Der Fall wurde dann also erneut vom Staatsanwalt überprüft. Im April 2013 stellte der Anwalt von Ulvi dann auch einen Antrag auf Wiederaufnahme. Allerdings machte der Staatsanwalt relativ deutlich, dass die Wiederaufnahme von einem abgeschlossenen Strafverfahren so gut wie unmöglich sei. Allerdings empfahl er dann am 20. November 2013 die Wiederaufnahme von dem Fall. Und am 9. Dezember 2013 wurde dann die Wiederaufnahme vom Landgericht Bayreuth angeordnet. Begründet wurde diese Entscheidung dann unter anderem auch mit der Falschaussage des mittlerweile verstorbenen Zeugens. Zudem gab es wohl auch eine Tathergangshypothese vom 30. April 2002, die dem Gericht bislang unbekannt war. Und diese Tathergangshypothese sei wohl erheblich gewesen, da der damalige Sachverständiger, der die Glaubwürdigkeit von Ulvi Kulac beurteilen sollte, ausgeschlossen hatte, dass die Tat irgendwie von den Verhörern, also von den Ermittlern, suggestiert worden sein könnte. Damals nahm man an, es hätte gar kein hypothetisches Tatszenario gegeben, dass die Beamten Ulvi praktisch in den Mund hätten legen können. Dies stellte sich nun aber als falsche Annahme heraus, da bereits vor dem Geständnis von Ulvi Kulac genau diese Tathergangshypothese bereits bestand. Das Wiederaufnahmeverfahren des Falls begann dann am 10. April 2014. Und nur knapp einen Monat später, am 14. Mai 2014, hob das Landgericht letztendlich das Urteil gegen Ulvi Kulac auf. Die Zuschauer im Gerichtssaal applaudierten sogar. Zudem sollte dann auch noch ein Gutachten klären, ob die weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik bzw. in dem Krankenhaus nötig ist. Am 9. Januar 2015 ordnete das Gericht zuerst die Fortdauer der Unterbringung an. Im März wurde diese Entscheidung dann aber wieder revidiert und im Juli 2015 wurde Ulvi Kulac schließlich freigelassen. Er kam in eine betreute Wohneinrichtung und bekam wohl auch für die ersten 5 Jahre noch sowas wie einen Bewährungshelfer. Weitere Untersuchungen. Am 8. Januar 2014 wurde das Grab einer 81-Jährigen, welche nur 2 Tage nach Peggys Verschwinden beerdigt wurde, geöffnet. Da die Grube damals schon ausgehoben war, als Peggy verschwand, dachten die Ermittler, dass eventuell ihre Leiche in diesem Grab versteckt wurde. Doch wieder gibt es keinen Hinweis darauf. Im April 2015 suchten dann auch Taucher nochmal nach dem Schulranzen von Peggy, welcher wohl kurz nach ihrem Verschwinden beim Stausee der Talsperre Pürk gesehen wurde. Doch auch diese Suche brachte keinerlei Ergebnisse. Am 3.6.2014 wurde der Fall sogar im ZDF bei der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt und erregte dadurch natürlich neue mediale Aufmerksamkeit. Doch nach wie vor gab es keine Hinweise darauf, was mit Peggy passierte, wo sie sich nun befand. Bis 2016. Am 2. Juli 2016, knapp 15 Jahre nach Peggys Verschwinden, machte sich der passionierte Pilzsammler Marco P. auf den Weg in ein Waldstück in Thüringen, knapp 12 Kilometer Luftlinie von Lichtenberg entfernt. Er wusste, dass die feuchte Witterung perfekt war, um nach Pilzen zu suchen, also machte er sich auf den Weg zu einer Lichtung, die man von der Straße aus nicht sehen konnte. Als er dann einen vermeintlichen Pilz pflücken will, stellt er fest, dass das, was er da gerade an der Erde berührt, viel zu hart für einen Pilz ist.
Es ist der Schädel eines Kindes. Der Schädel ist fast unversehrt. Es gibt einen kleinen Riss vom Nasenbein am rechten Auge vorbei und einen fehlenden Zahn. Mithilfe einer DNA-Analyse stellen die Rechtsmediziner in Jena dann fest, dass es sich bei den gefundenen Skelettteilen um die sterblichen Überreste von Peggy Knobloch handelt. Das Skelett war allerdings nicht vollständig und nach wie vor fehlten auch Kleidungsstücke und Schuhe von dem Mädchen. Kriminalbeamte durchsuchten im September 2016 das ganze Gebiet rund um den Fundort. In der Nähe fand man dann auch die Uhr, die Peggy am Tag ihres Verschwindens getragen hatte, sowie Kleidungsstücke und die schwarzen Schuhe, um die sie ihre Mutter noch einige Tage vor ihrem Verschwinden angebettelt hatte. Peggys Mutter Susanne wohnte zu dem Zeitpunkt von dem Fund gerade mal einen knappen Kilometer von dem Pilzsammler, der Peggys Körper gefunden hatte, entfernt. Auf dem Friedhof der Gemeinde hatte Peggys Mutter inzwischen sogar auf Rat eines Psychologen einen Gedenkstein für Peggy errichten lassen. Bei der Untersuchung der Skelettteile stellte sich außerdem heraus, dass Peggy sehr wahrscheinlich direkt am 7. Mai 2001 eines nicht natürlichen Todes starb und dann danach zu dem Ort gebracht wurde, wo sie nun gefunden wurde. Man konnte nicht feststellen, wie lange Peggys Körper dort schon gelegen hatte. Allerdings war man sich sicher, dass es sich bei dem Skelett um die Knochen einer 9-Jährigen handelt, was die Theorie bestätigt, dass Peggy wahrscheinlich sehr, sehr kurz nach ihrem Verschwinden gestorben ist und nicht noch erst irgendwo verschleppt wurde oder festgehalten wurde. Ermittlungen Ende 2018. Falls ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr, dass jetzt noch ein letzter Name auf der Verdächtigenliste fehlt. Und zwar Manuel S. Manuel S. war sogar mit Ulvi Kulatsch befreundet oder zumindest bekannt und wurde auch, wie vorhin schon gesagt, mehrfach von Ulvi während der Verhöre auch erwähnt, aber niemand hatte das irgendwie ernst genommen. Die Staatsanwaltschaft versteifte sich so sehr auf Ulvi Kulatsch, dass sie nicht bemerkte, dass Manuel S. eine der Schlüsselfiguren bei dem Fall von Peggy Knobloch sein würde. Was allerdings auch daher rührte, dass damals die Mutter von Manuel S. eine Aussage gegen Ulvi getan hatte, nämlich, dass sie ihn kurz vor dem Verschwinden von Peggy angeblich an dem Ort gesehen hat, wo sie verschwunden ist. Manuel S. war damals zur Tatzeit 24 Jahre alt. Mittlerweile lebte er mit seiner Frau und seinen Kindern in dem Haus seiner Schwiegereltern, ein paar Kilometer entfernt von Lichtenberg. Die Spuren, die mit der Entdeckung der Leiche nun aufkamen, führten direkt zu ihm. Am 12. September 2018 wurde dann auch sein komplettes Haus durchsucht. Er wird in Anwesenheit der Kripo, eines Psychologen und der Staatsanwaltschaft ohne Rechtsbeistand verhört. Seine Bitte nach einem Rechtsbeistand wird von den Ermittlern abgeblockt. Eine Analyse von Mikropartikeln, die auf den Überresten von Peggy gefunden wurden, brachten neue Spuren. Es wurde eine bestimmte Pollenart bzw. auch Torfspuren gefunden, die genau zu den Gehwegplatten von Manuels Haus passten. Außerdem fand man auch Spuren von Farbe und Renovierungsmüll und diese ganzen gefundenen Spuren passten dann halt perfekt zu dem, was Manuel S. angeblich an dem Tag, wo Peggy verschwand, gemacht hat. Er hatte nämlich Pflanzenarbeiten gemacht und außerdem konnte auch bestätigt werden, dass er damals sein Haus renovierte. Auch sein Alibi wurde nichtig gesprochen und durch Videoaufnahmen einer Bankfiliale in Lichtenberg konnte außerdem bewiesen werden, dass Manuel S. sich am Tag von Peggys Verschwinden um 15.17 Uhr definitiv in Lichtenberg aufgehalten hatte. Bei einer der Vernehmungen gab Manuel S. dann endlich an, dass ihm am 7. Mai 2001 ein ihm namentlich bekannter Mann den leblosen Körper von Peggy überreicht hatte. Er gab zu, an diesem Tag mit seinem Audi durch Lichtenberg gefahren zu sein und behauptet, dass er dann an einem Bushäuschen angehalten wurde und ihm der Körper von Peggy übergeben wurde. Bevor er die Leiche dann zum Fundort brachte,
soll er wohl noch versucht haben, vergeblich sie wieder zu beleben. Als das nicht geklappt hat, wickelte er sie in eine rote Decke, packte sie in den Kofferraum und fuhr sie in das Waldstück. Ihre Jacke und ihren Schulranzen will er wohl einige Tage später vernichtet haben. Natürlich gehen auch die meisten davon aus, dass es sich bei der Person, die ihm die Leiche übergeben hatte, um Ulvi Kolatsch handelte. Später veröffentlicht die Polizei sogar noch Tonaufnahmen von einem Telefonat von Ulvi vom 24. Juli 2002, und auf diesen Tonaufnahmen ist zu hören, wie Ulvi zugibt, zusammen mit Manuel S. die 9-jährige Peggy ermordet zu haben. Ob die Aussagen von Ulvi auf diesen Bändern nun wirklich der Wahrheit entsprechen, ist super schwer zu entscheiden, denn all seine Erzählungen haben sich immer wieder verändert und seine Schilderungen haben sich verändert und er hatte einfach keine Glaubwürdigkeit mehr. Am 11. Dezember 2018 wurde Manuel S. dann in Untersuchungshaft gebracht, welche allerdings am 24.12. dann auch direkt wieder aufgehoben wurde. Ulvi wurde dann aus den weiteren Ermittlungen auch rausgehalten, da er ja für dieses Verbrechen schon verurteilt und wieder freigesprochen wurde. Später stellte sich dann sogar auch noch heraus, dass Manuel S. wohl schon im Jahr 2001 im betrunkenen Zustand von der Beseitigung der Leiche gesprochen hatte. Später zieht er dann auch sein Schuldeingeständnis wieder zurück und sagt, er hätte das Ganze nur gestanden, damit er sozusagen endlich aus diesen langen Verhören rauskommt. Zu den schwarzen Schuhen von Peggy, die man in der Nähe des Fundortes fand, machte Manuel S. unsichere und auch falsche Aussagen, was die Unglaubwürdigkeit seiner Erzählungen nur bestärkte. Manuel S. und Ulvi Kolatsch waren also freie Männer und niemand wurde jemals wirklich als eindeutiger Täter ermittelt. Einstellung der Ermittlungen. Am 22. Oktober 2020 teilte die zuständige Staatsanwaltschaft dann mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden und die Akte mit mehr als 90.000 Seiten, über 4.800 Spuren, mehr als 250 Gutachten und rund 3.600 Vernehmungen abgeschlossen sei. Peggy Knoblauchs sterbliche Überreste wurden am 6. April 2022 an einem unbekannten Ort und im Beisein ihrer Mutter sowie ein paar geladenen Kripo-Beamten von Bayreuth beigesetzt. Sie wäre an diesem Tag 30 Jahre alt geworden. Und damit schließt sich dieser wirklich komplizierte, aufreibende, traurige und wirklich sehr, sehr schlimme Fall. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Fall haltet, von diesen komischen Ermittlungen, von dem ganzen Umfeld, was Peggy umgeben hat. Ich finde es so, so schrecklich, wie viele Täter einfach in Peggys Umfeld waren und wie wenig diese Täter auch irgendwie bestraft wurden und dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass so viele schreckliche Menschen in Peggys Leben kommen konnten und dass diesem jungen Mädchen so etwas Schlimmes passierte und das schon bevor sie überhaupt gestorben ist. Also, dass sie so früh sterben musste, ist schon schrecklich genug, aber dass sie davor auch noch so viele schlimme Sachen erleben musste, macht das Ganze, finde ich, noch mal viel, viel trauriger. Und ich möchte wirklich allen Eltern da draußen raten, immer gut auf eure Kinder aufzupassen. Ich weiß, es klingt so richtig banal und ich habe selber keine Kinder, aber wenn ihr irgendwelche verhaltensauffälligen Veränderungen bei euren Kindern feststellt, dann versucht das nicht irgendwie zu relativieren. Und natürlich auch an alle anderen, habt immer ein offenes Auge, wenn ihr draußen auf der Straße irgendwo Kinder seht, die offensichtlich sich unwohl fühlen oder verängstigt sind und mit einer erwachsenen Person zusammen sind und das Ganze euch irgendwie komisch vorkommt, versucht es nicht einfach zu ignorieren. Ich weiß, in der heutigen Zeit sagen immer alle, man darf sich nicht in die Erziehung von Kindern bei anderen einmischen und alles, aber wenn sich niemand bei irgendwelchen anderen Familien einmischt, wie sollen dann diese ganzen Missbrauchsfälle, die immer noch stattfinden, bitte aufgedeckt werden?
Wie viele Fälle von Missbrauch und Entführungen könnten schon verhindert sein, nur wenn mal die Leute ein bisschen mehr ihre Augen offen halten würden? In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback dalasst und beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.